Ja, wunderschönen guten Tag, Samstag und gerade unterwegs. Ich hoffe an die Sonne. Ziel ist Klausenpass mit Zwischenstation Supercharger Pfäffiken. Und jetzt geht es wieder weiter, natürlich mit Autopilot, aber nicht weit, nur bis zum Kreisel und dann müssen wir schon wieder übernehmen. Erst gerade die Heim losgefahren jetzt. Da die Barriere müssen halten, also nicht weit kommen. Und den Tripzähler haben wir mal zurückgesetzt. Ich habe da einen neuen gemacht, Klausenpass. Ich weiß nicht, ob man es sieht, sonst schauen wir dann später. Schauen wir dann zusammen an, wie das so aussieht. Ich messe jetzt mal den Verbrauch. Zuerst mal bis zum Supercharger. Mal schauen, was wir da so verbrauchen. Jetzt ist das Auto ja noch kalt. Nachher gehen wir dann vom Supercharger Pfäffiken aus. Dort sollten wir mit 42% ankommen, aber er will dort zwischenladen. Dann machen wir das. Dann fahren wir nachher mit gut vollem Akku Richtung Klausenpass. Schauen mal, wie weit dass wir dort kommen. Der Klausenpass ist ja gesperrt. Aber ui, bist du aber schnell da? Ui, ui, knapp. Ui, geschafft. Ja, genau. Irgendwo, ich weiß nicht genau ab wo, aber irgendwo ist dann gesperrt. Also ganz rauf kommen wir nicht. Aber meistens ist das eben gut, wenn der Pass gesperrt ist. Dann hat es praktisch keine Leute, die dort rauffahren, außer die, die gerade dort oben wohnen und so. Oder etwas mit liefern. Oder die, so wie ich, die einfach nur aus Spass dort rauffahren, um euch zu unterhalten. Und um hoffentlich ein bisschen Sonne zu tanken. Da drückt sie so knapp durch, aber sie schafft es irgendwie nicht so ganz. Obwohl sie recht blendet. Und ja, was auch lustig ist, dass er Batterie schon am Vorkonditionieren ist. Wir schauen jetzt, können jetzt ganz schnell schauen. Jetzt halten wir dann hier an. Schon wieder Barriere. Nachher ist dann glaube ich vorbei mit Barrieren. Genau, was haben wir geschaut? Genau, Energieanzeige da haben wir schauen. Ja, er fängt jetzt da, eben am meisten Prozent braucht er zum Vorkonditionieren. Das ist eben schon, das ist einfach schon nicht optimal, muss ich sagen. Das, irgendwie möchte ich das gerne können selber steuern, aber tut oder nicht, vorkonditionieren. Gut, ich könnte jetzt einfach sagen, ich breche ab. Fahrt beenden oder ich kann einfach den Supercharger entfernen. Das kann ich natürlich auch. Weil jetzt ist der Verbrauch mega hoch, wie ihr da seht. Wir sind jetzt hier auf 206. Das ist viel zu hoch. Das heisst, wir tun jetzt hier Fahrt beenden. Und navigiere nach Sedam Center. Genau, dann gehen wir nämlich hier an. Dann tut er nämlich nicht vorkonditionieren. Das heisst, der Verbrauch sollte dann hoffentlich ein bisschen runtergehen. Fährt einfach von der Fresse an, hey, so ein krasser Sieche. So ein Kackauto. Hey. Egal, nicht aufregen. Jetzt kommen wir komischerweise mit 44%. Davor hat er gesagt, mit 42 und Supercharger. Jetzt kommen wir mit 44, aber am gleichen Ort. Spannend. So. Ja, dann hoffen wir, der Verbrauch sinkt noch ein bisschen. Der ist jetzt da schon auf 235 oben. Aber ich denke, es ohne Vorkonditionieren sollte der Verbrauch tiefer sein. Und genau, und nachher wollen wir dann weiter, aber das können wir ja später dann noch eingeben. Als Ziel. Jetzt das erste Mal richtig Supercharger. Noch ein bisschen reinladen. Und ich glaube, dann fahre ich wahrscheinlich. Muss man überlegen, wahrscheinlich muss ich nachher nochmal an Supercharger, weil ich muss ja dann noch ein bisschen reinladen, dass ich dann wieder heimkomme und so. Ja. Aber wie immer machen wir das spontan.
je nach Verbrauch, Verkehrssituation, Wetter und so weiter und so fort. Kann man ja da immer schön spontan entscheiden. Cool ist auf jeden Fall, dass es jetzt da den Supercharger gibt in Pfäffiken. Das war immer ein Problem gewesen, wenn ich dort Klausenpass rauf bin, habe ich mir vorher irgendwo noch laden. Weil dort in dieser Region hat es wirklich überhaupt nichts gehabt. Der nächste war dann in Meienfeld gewesen. Genau. Also ein bisschen weiter weg. Oder dann natürlich auf der anderen Seite vom Klausenpass. Aber wenn es jetzt zu ist über den Pass, dann ist es schwierig. Von dem her ist das eine tiptoppe Sache, dass jetzt der hier in Pfäffiken endlich gibt. Jetzt kommen wir schon bei 45% an. Sehr schön, Verbrauch ist auch wieder ein bisschen ab, jetzt 208. Aber ich habe das Gefühl, mit diesen Sommerpneu ist es nicht so wirklich gut. Sie sind auch beim Fahren irgendwie ein bisschen komisch. Nächstes Jahr nehme ich dann wieder da die. Was sind es? Pirelli, glaube ich. Pirelli. Ach. Mein Hirn in letzter Zeit. Auf jeden Fall sind die letzten Winterreifen doppelt so teuer gewesen, aber dafür auch besser. Das sind jetzt die günstigen da. Aber ja, für die kurzen Winter da tut es eigentlich und man muss im Winter auch nicht so rumfahren wie gestört. Man kann ein bisschen vernünftig fahren. Und da kann man sich umso mehr dann wieder auf die Sommerreifen freuen. Schön auf meine ruhigen Mischle. Das ist aber schon ein Unterschied. Ja gut. Wie ihr seht, Autopilot fährt jetzt hier tipptopp. Das letzte Mal, im letzten Video auf der Kurvenstrecke, ist nicht so gut gegangen. Aber eben, wie gesagt, man weiß es. Und ja, ich wollte eigentlich nur zeigen, dass es auf der Kurvenstrasse einfach noch nicht funktioniert. Man kann zwar noch langsamer einstellen, dann würde es wahrscheinlich funktionieren. Oder wenn man so einen Uropa, Uroma vor sich hat, dann geht es meistens auch. Und eben so auf normaler Straße geht es auch tipptopp, funktioniert perfekt, einwandfrei, fährt er da. Ja genau, dann würde ich sagen, sehen wir uns später wieder. Am Supercharger oder falls sonst etwas Spannendes passiert. So, haben wir es schon geschafft. Und von meiner Seite her, also alle, die so Zürich Oberland herkommen, das ist also tipptopp. Da kann man Richtung Autobahn und dann kommt man genau da auf die obere Etage, wo der Supercharger ist. Also perfekte Sache. Und 1, 2, 3, 4, 5 sind am Laden. Fünf sind im Laden da. Dann schauen wir mal, wie viel Strom das da reingeht, ohne Vorkonditionieren. Ohne Vorkonditionieren.
So, dann schauen wir mal. Also, was spielen Sie, während Sie warten, sagt er. Unsere Spielebibliothek in Arcade durchsuchen. Nicht schlecht, die Tipps, die er gibt. Laden, 50 Minuten verbleiben. Ah ja, genau, Verbrauch haben wir noch schnell anschauen. Der ist nämlich massiv gesunken. Wir sind jetzt mit 145 Wattstunden pro Kilometer, sind wir jetzt da die 30 Kilometer gefahren. Ohne Vorkonditionieren. Man sieht es auch, Vorkonditionierung. Plus 0,5% hat er also doch verbraucht. Hätten wir gar nie sollen. Klima hat er auch noch etwas und fahren hat er auch ein bisschen mehr verbraucht. Okay, komisch. Gut, Laden, genau, beim Laden sind wir ja gewesen. Da müssen wir jetzt schauen, wie lange wir da laden müssen. 50 Minuten verbleiben. Dann würde ich sagen, gehe ich mal da schnell ins Sedam Center rein, schauen mal, ob ich etwas zu Mittag kaufen kann, weil es ist ja schon wieder genau 12 Uhr gewesen. Und in dieser Zeit kann mein Auto ein bisschen laden. Und dann würde ich sagen, geht es dann nachher Abrichtung, Klausenpass. Hä? Erzählt. Geil. Pro Sekunde ein Rappen. Pro 2 Sekunden ein Rappen. Pro 3 Sekunden ein Rappen. Klausenpass haben wir ja wollen. Klausenpass. Ja, jetzt wollen wir nicht an Supercharger fahren, jetzt sind wir schon da. 1 Stunde 15 Minuten, 75 km, minus 6%. Wow, minus 6%, sagt er. Krass, wie will denn der durchfahren, du? Nicht schlecht, minus 6%. Ah, oh, jetzt ist 1%. 75 km und 154. Krasser Verbrauch. Gut, wir sehen ja dann, was wir verbrauchen später. Jetzt mal reinladen, etwas posten und er sagt jetzt nur noch 20 Minuten verbleiben für Weiterfahrt. Wieso denn das? Hä? Und er lädt nur mit 39 kW, das stimmt irgendetwas komplett nicht, was der da sagt. Das kann gar nicht sein. 20 Minuten kann nie sein. Jetzt haben wir 10 ab, dann das heisst, er müsste am halbe müsste er fertig sein mit Laden bei 100%. Das kann nie sein. Also, bis später. So, etwas Kleines gegessen, noch nicht alles. Den Rest nehme ich mal noch mit. Und ja, reingeladen haben wir bis 83%. Und jetzt ziemlich genau eine halbe Stunde haben wir geladen, genau. Und ja, jetzt geht es mal ab Richtung Klausenpass. Sieht ehrlich gesagt noch nicht wirklich optimal aus dort oben. Ich habe noch ein paar Webcam-Bilder angeschaut und alles ziemlich grau. Aber man weiß nie. Jetzt kommt die Sonne schon wieder vor. Es kann ziemlich schnell gehen und dann ist der Nebel weg und dann haben wir ein Traumwetter dort oben. Und kein anderer ist dann dort, weil. Coole Farbe, der da hatte. Ja genau, eben, kein anderer ist nicht oben, weil alle meinen, das sei schlechtes Wetter und so. Und ja, ich muss mich jetzt konzentrieren, sehen wir uns später. Jetzt hat es langsam keine Autos mehr da. Ich
Ich hoffe, man sieht da die schöne Aussicht. Grau in Grau in Weiß in Grau. Und mal schauen, wie weit wir noch fahren können. Das Navi zeigt natürlich nichts an. Das Navi zeigt einfach nur an Ziel Klausenpass. Ist lustig. Vielleicht mit Google auf dem Handy würde es anzeigen, bis wo man fahren kann. Sind wir gespannt, lassen wir uns mal überraschen. Sieht man es schön. Klausen geschlossen, Urner Boden offen. Dann fahren wir mal da zum Urner Boden. Ist wenigstens alles leer. Ui, ist da Schnee auf der Straße. Wow. Wenn man einen Schlupfstart einschaltet im Menü da. Wo ist das? Pedale und Lenkung. Schlupfstart. Kann man aktivieren. Ah ja, ui, dann geht es schön quer. Schlupfstart. Wow! Da hat es ja richtig Schnee auf der Straße. Ich sage, dass wir nicht stecken bleiben. Du. Hei, 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 hei. Grausamen Lärm. Richtig Action, du. Ei, 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 ei. Da hebt es wenigstens wieder im Tunnel. Krasse, rutschig die Straße ist das. Würde man gar nicht denken, so eine feine Schneeschicht. Was das für einen Unterschied macht. Aber ich habe das Gefühl, das ist einfach unten dran. Unten dran irgendwie wie säufen. Das ist wirklich brutal. Sobald ich ein bisschen, ohne Schlupfstart, sobald ich ein bisschen zu fest Gas gebe, regelt er gerade ab. Dann gibt er gar kein Gas mehr. Strom. Wow, schau mal die schöne Eiszapfen da. Nicht schlecht. Ich
Wie gesagt, wir haben ja nur einen Heckantrieb, wir haben ja kein Allrad da bei dem. Und fährt also bei diesen Strassenverhältnissen hier noch, würde ich sagen, ziemlich gut. Merkt wirklich, man merkt, es ist kein Allrad. Er rutscht hin immer. Darum gibt man ein bisschen zu fest Gas, rutscht er hin. Aber so wenn man normal fährt, hebt er eigentlich sehr gut auf der Strasse. Was man natürlich noch machen kann, ich nehme mal da wieder ein mehr aufs Bild. Da ein bisschen was das Auto macht. Seht ihr da immer schön, wenn ich zu fest Gas gebe. Anti-Schlupfregelung. Und ja, eben, was man natürlich noch machen kann, man kann natürlich unter Pedale und Lenkung kann man noch auf lässig einstellen. Dann ist es noch ein bisschen einfacher zum Fahren im Winter. Und was man beim Berg runterfahren kann machen, ist, dort kann man, je nachdem, wenn ihr das könnt, die einen können es, die mit den älteren Teslas, die können da unter regeneratives Bremssystem könnt ihr noch auf niedrig schalten. Dann tut er beim, also weniger rekuperieren, das heisst beim Runterfahren ist dann weniger Gefahr, dass sie euch die Rädchen blockieren und dann verreisen, wenn es rutschig ist. Aber ich habe immer auf Standard. Ich kann das eigentlich relativ gut mit dem Fuß korrigieren. So. Das Coole ist, die Straße ist einfach leer da. Kein Mensch fährt die Straße. Gut, gibt auch eigentlich keinen guten Grund, um diese Straße zu fahren, außer wenn man ein bisschen driften will. Ich hätte so gerne Track Mode, wobei eben mit dem Schlupfstart kann ich doch. Ja, mit dem Schlupfstart. Aber er regelt auch dann. Aber immerhin, mit dem Schlupfstart kann ich ein bisschen, kommt er ein bisschen quer. Aber er regelt natürlich die ganze Zeit. Man sieht es da, müsste das schon, Track Mode müsste man also schon haben, da, dass man geil kann. Dann könnte man da sicher schön quer. Vielleicht kommt dann auch mal noch einer entgegen. Und dann hat es wirklich gewisse Stellen, die sind komplett, auch komplett eisig da unten dran. Krass. Krass, wie er abriegelt. Bleibt schön in die Spur, also. Schlupfstart nehmen wir wieder raus, ist sicher zum Fahren ohne Schlupfstart. Ha! Geile Sache. Ist krass, wie er sich immer wieder fängt und schön gerade in die Spur bleibt. Trotzdem, ich kann Vollgas geben und einfach schön zum Fahren. Cool. Jetzt gebe ich einfach Vollgas. Das ist jetzt Vollgas. Also Vollstrom natürlich. Krass, oder? Machen wir mal voll Bremse noch. Jetzt können wir anfahren. Anfahren geht auch tipptopp. Ist auch langsam. Nicht zu viel Strom geben, dann geht es echt tipptopp. So, ich fahre mal noch ein bisschen. Mal schauen, ob ich bis in den Urnenboden komme. Dann machen wir noch ein cooles Foto. Und dann geht es dann schon wieder retour.
Verbrauch ist jetzt bei 195 Wattstunden pro Kilometer. Auf 90 Kilometer. Also, bis später. Akku ist auch bald leer. Ah nein, noch 25%. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight. Yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight. Always have a vision. I go by I be in my feelings, I'ma be fine. Need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens, God. Schon geil, wenn man da mit 70 kann durchfräsen auf dieser Strasse und es einfach hebt. Und immer schön in der Spur bleibt. Eben, wir haben kein Allrad, wir haben nur einen Heckantrieb. Und der bleibt da wirklich sauber in der Spur rein. Das ist krass, sogar da in der Kurve und so. Unglaublich, richtig geil der Tesla im Schnee, richtig geil. Hey, da kommt es dir vor wie irgendwo in Norwegen oder so, oder Schweden, so geil. Schön mit Schnee auf der Straße, genau so habe ich mir das gewünscht, genau so. Es hat sich jetzt richtig gelohnt, hier zu fahren, so geil. Richtig geil, hey, schau das an, wir sind einfach die Einzigen. Kein Mensch fährt hier auf in dem Wetter. Schau mal das an, so schön. Bald Zeit für ein Foto, Sonne hat es keine. Sonne hat es keine, aber das ist mir eigentlich egal. Dafür geil Schnee auf der Straße. So schön, wuhu! Da ist jetzt die Zeit für ein Foto zu machen. Das ist gar gut. Das ist da machen wir ein Foto. Anfahren. Krass. Es ist eiskalt. Jetzt hat es noch angefangen zu schneien. Fotos hat es auf jeden Fall gegeben. Ganz geil, wie die Karre hinten dran aussieht. Ich muss euch das noch schnell zeigen. Also, das Foto kann ich auch zeigen, aber ich will euch das noch schnell live zeigen. Mal schauen, wo man hier kann. Wo man da dann kann umkehren kann. Viel weiter kommen wir ja da, glaube ich, nicht. Soll ich doch noch anschnallen, das Bibi-Himmel da. Wow, ei, ei, richtig verschneit da oben. Wollen wir noch weiter? Wir fahren noch etwas weiter. Es ist so geil hier. So geil. Einfach Schnee. Überall Schnee. Kommt jetzt aber nicht ein Tesla entgegen. Glaube ich ja nicht. Glaube ich ja nicht. Peace. So geil. Jetzt noch Teslas. Was sicher auch so ein Langläufer. Da hat es ganz viele Langläufer. Langläufer.
halb eingefroren hat. Krass. Und da musst du schauen, da kannst du gar nicht jetzt neben rausfahren. Wenn ich da neben rausfahre, dann komme ich nicht mehr raus. Wenn ich da in den Schnee reinfahre, noch mit, dann komme ich wahrscheinlich mit meinem Heck. Mit meinem Heck nicht mehr raus. Da kann ich kehren. Nicht zu viel im Schnee. Nicht zu fest im Schnee, nicht dass ich da stecken bleibe, da habe ich gar keine Lust. So. Bevor der Akku leer ist, zeige ich euch das mal noch schnell, wie das aussieht. Da aus. Mal schauen. Vor allem hinten hat es geil ausgesehen. Autopilot, voll eingeschneit. Ich weiss, der Akku ist schwach, aber ich will jetzt so schnell da kurz fertig filmen, dass man das sieht. Schön ist verschneite Berge, hat sich also doch gelohnt. Und Luna hat es mit Heck da bis da oben geschafft. So, dann. Geht es jetzt dann wieder auf den Heimweg, wieder drauf. Was haben wir jetzt verbraucht? Ich kann den Trip noch anzeigen. Klausenpass, sind wir fast 100 km gefahren. 212 Wattstunden pro Kilometer. Und Akku haben wir noch 45%, das ist sehr gut. Fahrt beenden und dann tun wir mal nach Hause navigieren. Schaut mal, wie viel das mit die Heim ankommt. Da können wir nämlich noch am Supercharger laden. 22%. Das ist eigentlich auch gut. Weil morgen muss ja eh, haben wir am Supercharger abgemacht. Für die Lichtshow. Genau. Dann hoffe ich, hat die Fahrt da in Schnee ein bisschen Spass gemacht. Und vielleicht sehen wir uns nachher nochmal. Genau, wir sehen uns nachher nochmal, weil der Endverbrauch wäre noch interessant auf die gesamte Strecke. Und ja, dann geht es jetzt wieder weiter. Bergdrop ist wahrscheinlich nicht so spannend zum Zuschauen. Darum. Bis später.
LED da, mögen wir also gut nah drauf. Das ist also kein Problem. Auch mit diesen ganz schlechten, rutschigen Strassen hier. Meistert sich also sehr gut. Tesla mit Heckantrieb. Tipptopp, fährt wie auf Schiene. So, jetzt sind wir dann bald wieder daheim. Cooles Ausfertig gewesen. Noch schnell zum Verbrauch total jetzt, was wir gehabt haben. Da sehen wir jetzt schön, 172 km sind wir gefahren. 31 kWh haben wir verbraucht. Und 178 Wattstunden pro Kilometer. Ich würde sagen, das ist ein Tip-Top-Verbrauch für da sogar auf den Berg rauf. Also wir sind ja ziemlich weit, fast auf den Klauspass raufgekommen. Und oben habe ich gar nicht geschaut, aber auf dem Abendweg haben wir auf jeden Fall mal minus 8 Grad gehabt. Also doch ziemlich kalt gewesen heute. Und jetzt fängt es da unten auch wieder an schneien. Graue Sache gewesen, aber ich muss sagen, die Fahrt hat sich wieder richtig gelohnt dort. Endlich wieder mal schöne Schneestrasse fahren. Und ja, ich hoffe, es hat ein bisschen Spass gemacht. Was ich auch noch gesehen habe, für all die, die da morgen dann kommen, zum Supercharger. Ich habe gesehen, der ist gar nicht offen. Der ist da irgendwie baustellmässig. Supercharger, Glattzentrum, Wallisellen. Vorübergehend geschlossen. Und der nebendran ist natürlich durch das jetzt sowieso überlastet. Da ist Wartezeit 10 Minuten, alles voll. Ja, nur zur Info, also müsst ihr irgendwo anders laden. Keine Ahnung, was da los ist, warum sie den jetzt schon wieder haben müssen vom Netz nehmen. Also irgendetwas glaube ich doch noch nicht gut dort. Und ja, dann vielleicht für die einen bis morgen, am 2. Und sonst bis zum nächsten Video. Peace, ciao zusammen, macht's gut.